Der YouTuber Tanzverbot wirft dem YouTuber Iblali vor, dass er ihn mit der Benutzung von sogenannten Drecksbildern und anderen Inhalten in seinen Videos abwertend darstellen möchte. Tanzverbot vermutet einen Hintergrund hinter diesen Taten. Er meint, dass Iblali ihn zerstören möchte. Iblali reagiert mit einem Kommentar unter Tanzverbots Video, der von Tanzverbot später gelöscht wurde. Er kritisiert, dass Tanzverbot sich unrechtmäßig als Opfer darstellt. Iblali macht in seinem Kommentar deutlich, dass er Tanzverbot nicht negativ darstellen, sondern sein Handeln hinterfragen will und ihn deswegen satirisch auf die Schippe nimmt. Er wirft außerdem Tanzverbot vor, dass er seine Zuschauer manipuliert. Tanzverbot widerspricht Iblali in einem Antwortvideo. Beide haben in diesem Streit der Community des anderen Dummheit und nicht hinterfragendes Verhalten vorgeworfen. Der Streit zwischen Tanzverbot und Iblali geht schon länger. In einem Video vor einem Monat sagt Iblali, dass er den Streit nicht ernst nehmen würde. Aber was sagt eigentlich die Community? Lidl-Mitarbeiter oder Leute, welche an dir vorbeilaufen, kannst du ohne weiteres beleidigen und verbal angreifen. Kaum trifft es aber dich, heulst du rum. Victor will nur Klicks, weil YouTube weniger zahlt. Du bist doch derjenige, der gegen alles und jeden eine Ansage raushaut. Meiner Meinung nach darfst du dich nicht beschweren, wenn Gegenwind kommt. Du willst doch nur Aufmerksamkeit. Wenn du alles ernst nimmst, dann hast du auf YouTube einfach nichts zu suchen. Was meint ihr? Schreibt's in die Kommentare.